So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und es gibt schon wieder so viele Neuigkeiten. Die ganzen Tage waren schon wieder überschattet mit News und anderen Sachen. Shiny Miraplar wurde eingeführt mit erhöhter Shiny-Rate, das steht nun fest. Dann gab es ja Probleme mit den ganzen Xiaomi-Nutzern, dass die Accounts gesperrt wurden. Mittlerweile wurden die wieder freigeschalten. Die Leute haben trotzdem keine Entschädigung bekommen. Richtig mies sowas von Niantic. Und was gab es noch? Es gibt neue Shirts, die wollen wir uns gleich angucken. Und neue Spezialforschungen stehen in den Startlöchern, beziehungsweise kann auch noch ein bisschen dauern. Es ist wirklich so viel los, immer noch, man kriegt gar keine Luft mehr. Niantic erdrückt einen. Zum einen kommt Krypuk in der Spezialforschung zurück. Letztes Jahr an Halloween gab es ja schon die Krypuk-Spezialforschung. Das war nichts Großes. Da musstet ihr nur ein paar kleine Sachen machen, habt dann Krypuk bekommen. Einmalig gab es Krypuk. Jetzt kommt es zurück. Ihr habt also die Chance auf ein zweites Krypuk. Die Frage natürlich an euch, habt ihr letztes Jahr Krypuk in der Spezialforschung gemacht oder nicht? Habt ihr also dann zwei Krypuk? Und warum kommt es zurück? Ist es vielleicht sogar in der Shiny-Variante erhältlich? Das wäre natürlich richtig genial. Wäre aber lustig, wenn das für jeden Shiny wäre, denn wenn jeder nur einmal die Chance darauf hat, dieses Jahr ein Krypuk zu bekommen, und bei 10 Millionen ist es normal und bei einem ist es Shiny, das wäre richtig mies. Tauschen könnt ihr das zwar, aber wer gibt dann sein Shiny her? Niemand. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Krypuk mit Blumenkranz wurde auch schon gepostet. Das aber sicherlich nur scherzhafterweise, glaube ich nicht, dass sowas kommt. Da würden die meisten Leute Amok laufen. Krypuk Spezialforschung, also das eine Thema. Dann wird es auch bald eine Team Go Rocket Spezialforschung geben. Wer ein bisschen sich informiert, wird davon ja auch schon gehört haben. Das ist natürlich auch sehr interessant. Die drei neuen Team Go Rocket Charaktere, die eingeführt wurden, müsst ihr dann ein paar Mal besiegen. Ihr müsst Pokémon erlösen, ihr müsst bestimmte Raids machen, ihr müsst den Team Go Rocket Boss besiegen, also Giovanni wird auch eine Rolle spielen, das also ganz besonders. Und mit der Team Go Rocket Spezialforschung wird es wohl dann erstmals auch ein legendäres Krypto-Pokémon geben. Der Verdacht liegt nahe natürlich, dass das dann Lugia sein wird, weil das eben auch in den Gamecube-Spielen und sonst was, keine Ahnung, so groß gehypt war, das Cover zierte. Was es genau wird, werden wir dann aber sehen, bei Niantic weiß man ja dann nie. Jetzt gucken wir mal hier in den Style Shop individualisieren. Da habe ich nämlich gesehen, gibt es da jetzt drei neue Oberteile. Da wird der Ismo sich vielleicht freuen. Darüber noch nicht. Das ist also dieses Hemd, was es jetzt gibt im Miraplar Giflor Duflor Outfit. Also eigentlich Giflor. Steht ja auch da, Giflor Hemd. Wie findet ihr das? Findet ihr das cool? Würdet ihr euch das kaufen? Dann haben wir hier ein Schlurphemd in Gelb mit einer Zunge, das passt sogar auch zur Mütze und zu dem Rucksack, was ich gerade trage. Das würde der Ismo sich sicherlich kaufen, wenn er wüsste, dass es das gibt. Dann haben wir noch ein Carbador-Hemd, sieht auch cool aus eigentlich, muss ich sagen. Also ich finde die neuen Designs richtig klasse. Und ein Relaxo-Hemd, sogar das, obwohl es eigentlich schlicht ist, macht das was her mit dem Relaxo da drauf. Ich würde sagen, wir wollen ja mal nicht so sein, weil der Ismo sich bestimmt freut, kaufen wir jetzt das Schlurphemd und dann werden wir noch einen neuen Pokédex-Eintrag holen. So, passt nämlich mit dem Lilanen zum Rucksack, zur Mütze und passt mit dem Gelb auch zu den Schuhen. Und weil ich eben Team Gelb bin und plus das Pikachu und die Handschuhe, passt das irgendwo zusammen, sieht also interessant aus. Das nehmen wir so mit, das Schlurphemd. Habt ihr auch eins von den neuen gekauft, von den neuen T-Shirts oder Hemden? Schreibt es mal in die Kommentare. Und jetzt geht es zu Capuno, der Kleine. Da müssen wir mal wieder ein Plus eingeben, da ist nämlich was Besonderes passiert. Capuno! Ihr seht, das hier ist Capuno. Das würde ich normalerweise entwickeln, da ich ja immer das mit dem höchsten Level entwickeln würde. Dann geht die Rechnung aber nicht auf, da ich ja die ganzen Sonderbonbons jetzt in das 100% Lucky Click gesteckt habe, wusste ich ja nicht, dass sowas passiert. Zum Entwickeln hätte es gereicht, weil ich das aber komplett hochgezogen und gemaxt habe, habe ich jetzt auch keine Sonderbonbons mehr übrig, bin mit dem auch eine Zeit lang dann gelaufen. Hatte das auch als Buddy drin, deswegen auch Mewtwo Rage Stunde, dass man da wieder Geschenke öffnen soll und so weiter. Hab jetzt 103 Bonbons, ich könnte es also von Capuno zu Duodino entwickeln. Das wäre möglich, dann würde mir aber die dritte Stufe fehlen. Und so nehmen wir nicht das Capuno, sondern den Duodino, den ich so wild gefangen habe.
Der hat zwar ein niedrigeres Level als Capuno, aber so reichen wenigstens die 103 Bonbons, um uns den letzten Eintrag zu holen. Ihr denkt euch einfach mal die Entwicklung von Capuno zu Duodino. Wir spielen das mal kurz durch. So, entwickeln. Ja, ich möchte entwickeln. Ui, und da fliegt es hoch in die Luft. Und was kommt raus? Neuer Pokédex-Eintrag. Duodino, mein Gott, sieht der brutal aus. Ihr seht nochmal den Unterschied. Da ist es klein und süß, hat eine Spitze auf dem Kopf. Was ist das? Sind das Haare, ne? Auf jeden Fall hat er da einen Kopf. Dann hat er zwei Köpfe, zwei Spitzen auf dem Kopf. Richtig brutal, Unlicht, Drache. Und mit den restlichen 100 Bonbons wollen wir das natürlich jetzt auch noch weiterentwickeln. Duodino zu, keine Ahnung, denn der Ramses kennt wie immer nur die erste Generation. Wir entwickeln das aber einfach mal durch. Soll trotzdem eigentlich ein guter Angreifer sein, auch gegen Mewtwo. Mewtwo Rage-Stunde kommt ja noch, Mewtwo in den X-Raids, kommt alles. Da könnt ihr den natürlich auch nehmen mit Unlichtattacken und könnt da ordentlich draufhauen. Jetzt hat er also Trikefalo, der hat aber nicht drei Köpfe. Der hat eigentlich einen Kopf und zwei Hände. Das sind ja im Prinzip, ja, sind das Köpfe oder sind das Hände? Das sieht eigentlich aus, als hätte der Arme und seine Fäuste sind nochmal Köpfe. Das ist also richtig brutal. Der sieht richtig genial aus. Unlicht-Drachen-Pokémon. Ihr seht die 10.000 Sternstaub. Habe ich auch geknackt mittlerweile mit dem Sternstaub-Event. Das ist auf jeden Fall richtig genial. Trikefalo, der sieht brutal aus. Er ist ein bisschen so wie Giratina in der Urform, was da rumfliegt. 3.004 hat er jetzt schon. Da geht aber noch einiges. Also nicht so wie bei Klick. Das war ja ein Reinfall. Der ging gar nicht so hoch. Der ist bestimmt auch nicht so nützlich. Trikefalo hingegen, richtig krasses Pokémon auf jeden Fall. Auch vom Design. Habt ihr schon Trikefalo entwickelt oder wenigstens ein Duodino? Wie viele Pokédex-Einträge von der neuen Generation, von der fünften, fehlen euch momentan noch? Freut ihr euch auf die Krippuck-Spezialforschung? Habt ihr letztes Jahr eins bekommen oder seid ihr auf dieses Jahr angewiesen? Denkt ihr, es wird Shiny kommen? Was habt ihr? Habt ihr Bock auf Team Go Rocket Spezialforschung? Denkt ihr, es wird Lugia sein, was wir dann als erstes legendäres Krypto-Pokémon bekommen? Und habt ihr euch natürlich ein T-Shirt gekauft? Ramses hat ja auch ein T-Shirt an, wie man sieht, ne? Sonst könnt ihr das Video nicht machen. Das war's trotzdem von meiner Seite aus. Wieder mal einen neuen Pokédex-Eintrag abgehandelt. Einer fehlt nämlich noch, Lichtel und die Kontinentalen, da Grillmark oder wie das heißt. Aber ich habe noch keinen Einhallstein, deswegen kann ich da noch nichts machen. Wenn wir einen haben im Durchbruch, werden wir uns um Lichtel kümmern. Das ist nämlich dann das beste Geist-Pokémon insgesamt. Das löst sogar Gengar ab, glaube ich, und alles andere. So genau will ich mich da aber jetzt nicht festlegen und aus dem Fenster lehnen. Das war's von meiner Seite trotzdem. Schreibt sie in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.